Seid ihr auch ein wenig gelangweilt vom Einheitsbrei der Designmasse und der technisch immer identischen, ja, Wundermittel in der Automobilbranche? Dann hätte ich vielleicht für euch die Idee. Wie schaut es denn bei Mazda aus? Mazda geht grundsätzlich immer einen anderen Weg in der Automobilwelt als andere. Und das hatten wir letztes Jahr schon hier auf dem Kanal bewiesen mit dem Mazda 3. Und heute steht sein Bruder, der Crossover CX-30, mit mir vor der Kamera. Der hat jetzt eine Modellpflege auch noch bekommen mit einem neuen Basistriebwerk. Wir haben nämlich hier den Skyactiv-G 2.0 unter der Haube, also einen 2-Liter Saugmotor, der an ein Mild-Hybrid-System gekoppelt ist. Und die Besonderheit besteht eben schon darin, dass wir einen Saugmotor haben, der an ein Mild-Hybrid-System gekoppelt ist. Kein 12-Volt, kein 48-Volt-System, sondern ein 24-Volt-System. Und wir haben auch noch eine Zylinderabschaltung an Bord. Das Ganze soll natürlich besonders effizient sein und verpackt in einer besonders schönen Hülle, dem Kodo Design, also fließende Formen, die ineinander übergehen sollen. Das werden wir uns dann auch genauer anschauen. Aber im Endeffekt gehen wir heute mit dem Wagen auf Verbrauchsfahrt, das heißt also ihr und ich. Und dann werden wir doch einfach mal schauen, was unser kleines Vierzylinder-Triebwerk hier unter der Motorhaube zu leisten imstande ist unter Realbedingungen. Heißt, wir fahren nicht irgendwelche Hypermilings hinter LKWs her, nein, wir fahren unter ganz normalen Alltagsbedingungen das Fahrzeug. Unter 50% sind davon Überlandfahrten, wo es bergauf, bergab geht. Dann 40% ist die Autobahn. 140 Stundenkilometer fahren wir da Maximum, soweit möglich. Und 10% ist Stadtverkehr. Am Ende des Videos möchte ich euch natürlich dann sagen, was er verbraucht hat. Wir ziehen auch mal einen Vergleich zu seinem Bruder, dem Mazda 3, mit dem Skyactiv X Motor, dem Disotto Motor. Und während wir natürlich auf Verbrauchsfahrt sind, werde ich euch natürlich auch erklären, wie sich der Wagen so fährt, wie die Platzverhältnisse sind, wie der Wagen mir gefällt, was mir vielleicht nicht so gut gefällt. Und wenn ihr darauf jetzt Lust habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, dem Ganzen ein Like gebt für den Algorithmus und am Ende noch einen Kommentar setzt, damit wir über den Mazda CX-30 diskutieren können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Videovorstellung zum Mazda CX-30. Äußerlich kommt der Mazda CX-30 äußerst dynamisch daher. Die Kodo genannte Designlinie kennen wir schon vom Mazda 3. Das Review hatte ich euch letztes Jahr schon präsentiert. Details findet ihr unten in der Videobeschreibung. Was wir sehen ist, dass wir eine wirklich schöne, schmale Scheinwerferpartie haben, die so ein bisschen Dynamik präsentiert. Serienmäßig gibt es LED-Scheinwerfer, optional dann Matrix-LED-Licht. Der große Kühlergrill ist markentypisch, den wir haben, auch mit dem breiten Chromrand, der sich bis in die Scheinwerfer hineinzieht. 4,39 Meter ist das Crossover lang und 1,54 Meter hoch. Das entspricht dann ungefähr den Wettbewerbern wie etwa dem VW T-Roc. Hinter der Heckklappe, die hier optional elektrisch öffnet, gibt er dann ein Stauraumvolumen von 430 Litern frei. Das ist auch ein wirklich guter Wert und sorgt auch dafür, dass man da einen Kindersitz oder aber Kinderwagen oder Gepäck ganz gut unterbekommt. Wir haben einen doppelten Laderaumboden, den können wir zweiteilen oder aber die Rücksitzlehnen im Verhältnis 2/3, 1/3 umklappen, sodass wir dann maximal 1406 Liter Stauraumvolumen nutzbar haben. Auf den Rücksitzen geht es dann auch etwas enger zu, was den Knieraum angeht. Mit meiner Größe stoße ich schon an den Vordersitzlehnen an. Die sind aber sehr weich ausgepolstert, da gibt es also keine Schmerzen. Kopffreiheit ist ebenfalls genügend vorhanden und die Lehne ist ebenfalls sehr angenehm. Hier hält man es auf alle Fälle aus.
Dafür sorgt auch ein Belüftungssystem über Lüftungsklappen in der Mittelkonsole. Leider gibt es aber keine Stromversorgung für die Fondpassagiere. Weder ein 12-Volt-Anschluss noch USB-Anschlüsse sind hier verbaut. Kindersitze können an den Außenbahnen mit ISOFIX gesichert werden. Ein ISOFIX-System am Beifahrersitz gibt es leider ebenfalls nicht. Wenn wir uns das Cockpit hier im Mazda CX-30 anschauen, fällt uns auf, dass das alles sehr reduziert ist, wirklich auf das Wesentliche. Das ist so auch eine Mazda-Philosophie. Nichts, was den Fahrer ablenken soll, soll hier untergebracht werden. Da gibt es auch keine große Touch-Bedienung, sondern die Bedienung übernimmt man hier an einem Drehdrücksteller, ähnlich dem BMW iDrive-System. Das Bediensystem ist übrigens genauso serienmäßig mit dem 8,8 Zoll Display wie ein Navigationssystem oder ein Head-Up-Display mit Windschutzscheibenprojektion. Wir haben hier große Rundinstrumente im Kombi-Instrument, wobei der mittlere Teil mit einem Display ausgerüstet ist. Die Ablesbarkeit ist absolut vorzüglich und der Fahrer fühlt sich hier auch wirklich perfekt ins Fahrzeug integriert. Die Verarbeitung ebenfalls auf absolutem Premium-Standard. Super Materialien hier drin, alles fühlt sich toll an, fein verarbeitet. Auf der Straße dann zeigt der Mazda CX-30 einen weiteren Vorteil, denn Assistenzsysteme sind hier quasi alle serienmäßig an Bord, sowie unter anderem eben ein Abstandsregeltempomat, aktive Spurführung oder eine tote Winkelüberwachung. All diese teilautonom fähigen Assistenzsysteme sind hier bereits serienmäßig im Mazda CX-30 verbaut. Optional gibt es dann noch eine 360-Grad-Kamera unter anderem oder eine Rückfahrkamera bzw. hier eine Lenkrad- und Sitzheizung. Beim Antrieb geht Mazda stets einen eigenen Weg und es gibt bei Mazda keine Turbomotoren. Ja, richtig gehört. Wir haben hier nämlich hier einen 2 Liter Vierzylinder Saugmotor, der eben an ein Mildhybrid-System angekoppelt ist. Bedeutet, wir haben hier ein integriertes Startergenerator und einen Elektromotor, der ein bisschen boosten kann mit maximal 48 Newtonmeter. Wir haben 90 kW maximale Leistung und 213 Newtonmeter maximales Drehmoment. Von 0 auf 100 geht es in 10,6 Sekunden und 186 Stundenkilometer ist die eingetragene Höchstgeschwindigkeit. Der Motor macht aber einen richtig guten und auch lebendigen Eindruck. Der fühlt sich gut an, bereits im unteren Drehzahlbereich, wo normalerweise ein Saugmotor eher weniger Kraft hat. Hier kommt ihm eben das Mildhybrid-System zur Hilfe mit dem Elektromotor, der so ein bisschen boostet. Die Akustik ist auch sehr angenehm, selbst wenn man den Wagen ausdreht, was er sehr gerne macht, der Motor. Dann bleibt er akustisch zurückhaltend, hat lediglich ein schönes, angenehm kerniges Klangbild, was aber nie angestrengt oder nervend rüberkommt. Insgesamt aber auch die Geräuschdämmung hier im Fahrzeug ist wirklich gut gelungen. Fahrwerksgeräusche, Antriebsgeräusche oder Windgeräusche bleiben hier der Kabine fern. Ebenso wie gröbere Stöße vom Fahrwerk. Das Fahrwerk ist zwar insgesamt eher straff und auf ein bisschen auf Dynamik ausgelegt, aber der Komfort, den der Mazda CX-30 bietet, der ist dennoch wirklich gut. Dynamik vermittelt der Mazda CX-30 zwar jetzt nicht unbedingt mit dem kleinen Motor, aber dem Fahrwerk und vor allem der Lenkung. Die Lenkung ist nämlich sehr präzise, hat eine tolle Rückmeldung von der Straße und sorgt dann auch in Verbindung mit dem 6-Gang-Handschaltgetriebe, was sich unheimlich knackig schalten lässt, kurze Schaltwege bietet, richtig schönes Fahrgefühl. Und so kann man auch mal auf einer kurvigen Landstraße so ein bisschen Fahrspaß sich geben, wenn man denn selbst mit 90 kW unterwegs ist. Der neue Mazda CX-30 macht eine wirklich gute Figur, nicht nur optisch, sondern auch auf der Straße. Beim Verbrauch ist natürlich jetzt die große Frage, wie sieht es denn da aus? Bringt uns das Mildhybrid-System einen Vorteil, ja oder nein?
Ja, bringt es, denn 5,2 Liter ist der angegebene Normverbrauch gemäß WLTP. 5,8 Liter hatte uns der Bordcomputer jetzt ausgespuckt und die Tankung waren dann 5,6 Liter. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem Skyactiv X-Motor, der ja nochmal einen Tick sparsamer laufen soll, im Mazda 3, der aber auch leichter war und auch einen besseren CW-Wert hat, der hatte ebenfalls 5,6 Liter. Ja, und was kostet uns jetzt der Mazda CX-30? In der Basis 24.790 Euro und wie gesagt, da ist die Ausstattung sehr, sehr umfangreich. Wie gesagt, mit LED-Licht, vollem Assistenzpaket oder aber einem Head-Up-Display sowie Navigationssystem. Wenn man dann noch die ganzen Pakete dazu nimmt, Designpaket, Lederpaket, dann haben wir hier einen Listenpreis von 32.990 Euro. Ich finde, das ist noch überschaubar. Der Mazda CX-30 ist 800 Euro teurer als der designtechnisch für mich etwas schönere Mazda 3. Dafür aber etwas variabler als dein kleiner Bruder, sage ich jetzt einfach mal. Und dann am Ende ist es wiederum die übliche Geschmacksfrage, ob man dann eher einen Crossover möchte oder einen Hatchback. Und das dürft ihr mir jetzt unten gerne in die Kommentarbox schreiben, für welchen ihr euch entscheiden würdet, wieso, weshalb und vielleicht auch warum. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst natürlich nicht, dem Ganzen einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren, falls dies noch nicht getan wurde. Und am Ende wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und sagt Tschüss und Servus, euer Ubi.